So, und damit willkommen zurück zum Live-Let's Play. Wir sind immer noch hier. Ja, bei Layers of 4. Wir sind immer noch hier bei Layers of 4. Das reimt sich sogar. Das ist merkwürdig. So. Warum war mir das irgendwie klar, dass wir wieder hierhin zurückkommen? Da oben hängt jetzt irgendwie ein Bild an der Wand. Ach, das ist wieder das mit den, was wir schon gelesen haben. Gibt's hier irgendwas noch? Warte mal. Hier ist wieder so eine komische Stimme. Die ist flüstern. Die flüstern mir ins Ohr. Stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Es hilft mir, mich zu konzentrieren. Okay. Also hat er also gesoffen. Oder getrunken, Entschuldigung. Okay, und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder... Der Stuhl ist auch weg im Übrigen. Komisch, der Stuhl ist weg. Huch, hallo? Das Spiel zappelt. Die Tür ist links aufgegangen. Ich hab's... Was ist das für ein komisches Bild? Kann es sein, dass wir vielleicht jetzt gerade... Obwohl, man kann nichts so großartig erkennen. Es sieht aus wie ein Baum jetzt oder so. Das Spiel lädt auch gerade. Ich lasse es mal laden. Bei anderen Streamen läuft es ja. Aber jetzt geht's erstmal. Scheint vorbei zu sein mit dem Stocken. Ja, es ist bei mir, es ist immer... Das ist... Entweder, sage ich ganz ehrlich, entweder läuft der Stream überhaupt nicht, also wird nicht gefunden über der PlayStation, oder... bei mir stockt dann immer der Stream. Also dann lädt es mal, dann geht mal wieder für ein paar Minuten, dann stockt der Stream wieder, lädt wieder nach und dann... Es ist immer nur bei mir, habe ich das Gefühl. Immer nur bei mir, komischerweise. Das ist, Alter, das ist so zum Mäusemelken manchmal. Und überall auch immer dieses grün und rote Farben, ne? Aber guck mal, ein Zettelchen. Hass, selbst jetzt, verloren, alleine, du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Ich benötige ein Gefäß. Ja, das hatten wir ja alles schon gehört. Das brauche ich eigentlich dann auch gar nicht mehr lesen. Okay, dann geht's jetzt weiter. From Emergence. Form tritt es heraus. Ich, ja. Ich werde trotzdem mal alles wieder öffnen, um zu gucken, ob vielleicht hier irgendwie was zum Lesen ist. Zum Lesen. Eine Farbpalette wie früher bei uns in der Schule. Mit... Ist hier im Schrank irgendwie nur Bücher, da brauche ich glaube ich nicht öffnen. Müssen hier alles verbarrikadiert. Es ist komischerweise immer wieder diese Tür, die verbarrikadiert worden ist. Oder beziehungsweise, letztes Mal haben wir gesehen, die war vermauert. Nagersamen. Ich sehe die Erde sich bewegen. Verfaulter Boden. Nichts anderes wächst. Ist immer wieder diese Tür, die... Puls habe ich. Bald. Oder habe ich schon. Und ich habe das Gefühl, es wird jedes Mal schlimmer, je öfter wir weiterkommen. Das Klavier ist jetzt auch verkettet. Das war Klavier. Es war ein schweres Klavier. Darf ich da lang? Ich will mich gar nicht umdrehen. Ich habe Angst, dass da was steht.
Vor allem wie mies, dass wir auch humpeln, ne? Das war so klar, dass es wieder ein anderer Raum ist. Nichts als Bücher. Nichts als Bücher. Bücher. Okay. Und Gläser. Mhm. Ein sinnloser Raum macht mir... Warum erinnert mich dieser Raum jetzt gerade unheimlich an PT? Wo man nur die Tür gesehen hat, wo man anfängt. Ich weiß nicht, warum ich... Warum muss ich eigentlich immer solche Spiele spielen? Na, hallo? Was steht da? Kreative Blockade? Was? 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 Ja, aber Aufnahme hat nichts mit Stottern zu tun, weil Stream unabhängig von der Aufnahmesoftware ist. Da hängt ein Schlüssel. Alter, warum ist die Puppe? Ich mag Puppen nicht, ich brauche Spiel nicht. Ich will hier gar nicht. Eigentlich will ich hier gar nicht langlaufen, weil ich irgendwie. Warum? Ich komme doch hier gar nicht. Wofür habe ich denn den Schlüssel? Wofür ist denn der. Dieses Spiel, das ist... Der 9. Juni, Dienst... Nee, Mittwoch ist eingekreist. Juni, vergiss es nicht. New Moon. Na, ich will... Kann ich die untere Schublade auch öffnen? Nein, die geht anscheinend nicht. Aber die Schublade kann ich öffnen und da ist nichts drin. Na ja, klar. Ob das so eine gute Idee ist, Licht auszumachen? Also das Summen nervte mich jetzt ein bisschen. Bisschen. Ich will nicht mehr. Ist gut. Ich will nicht. Ich will nicht mehr. Es reicht mir. Ja. Es reicht mir vollkommen. Es reicht mir vollkommen mit dem Scheiß. Schon wieder hier. Es ist immer. Vor allem auch ist es immer wieder dieser Raum hier mit den Abzweigungen. Es ist so verwirrend. Dieses Spiel. Es macht mich. Und ist es wieder diese Tür, ne? Oder? Nee, warte mal, jetzt ist es die andere. Und schon wieder Dominosteine. Der Kollege spielt anscheinend relativ häufig Domino. Wahrscheinlich mit seinen Kumpels. Und wieder Alkohol. Man sieht übrigens, so sehen übrigens meine Schränke auch aus.
Na gut, meine Tür sieht nicht so aus. Es ist, ja. So, da ist eine Tür. Da ist. Ich weiß nicht, wo ich lange. Ich gehe mal hier lang. Ich kann nicht. Ja, kann nicht. Nein, will ich nicht. Ich will erstmal hier lang gehen. Ich will nichts verpassen, deswegen probiere ich alles aus. Und ich möchte euch ja auch auf die Reise mitnehmen, dass wir nichts verpassen. Was? Blinde Narren? Ist das Ignoranz? Idioten? Was steht da unten? Was? Idioten? Was steht da? Was? Blinde Narren, Idioten, blinde Narren, Idioten, Einzel... Was steht da? Was? Was stand da? Was? Was? Geht nur ran? Da stand doch gerade noch was anderes. Was? Einfallspinsel? Yes. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Okay. Kann ich das? Das kann ich nicht lesen, oder? Bruce-Ellis. Kann ich leider nicht lesen. Wie wäre es mit einer Challenge, das Spiel durchzuspielen, ohne Türen zu öffnen? Ja, das wäre mal eine Herausforderung. Aber wie riesig dieses Anwesen sein muss. Okay, ist eh zu. Muss ich ganz ehrlich zugeben, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe wirklich Angst, mich in diesem Spiel einfach mal umzudrehen, weil... dass auf einmal irgendwas verschwindet. Überleg mal, in Real Life ist es so. Drehst dich um und auf einmal ist dein Wohnzimmer ein Badezimmer oder sowas. Oder du stehst im sitzt auf dem Klo, stehst auf, drehst dich um und auf einmal ist vor dir die Küche. Alter, das wäre so mies. Ich glaube, da wirst du total fertig werden. Was ich mir auch lustig vorstellen könnte, wenn du gerade aus dem Bett aufstehst, drehst dich auf einmal um. Und auf einmal urplötzlich sitzt du nicht mehr auf. Sitzt auf einmal nicht mehr auf deine Bettkante, sondern sitzt auf dem Balkon. Das ist natürlich auch feierlich. Dann guckst du auf einmal nach draußen, bist noch total nackig, vielleicht nur in Boxershorts oder so, weil du gerade aufgestanden bist. Ja, noch mache ich lustige Sprüche. Ich bin ja. Jetzt haben wir ein Telefon. Da sollte ich mal rangehen. Ist bestimmt für mich. Ist bestimmt die. Bestimmt meine Omi, die gerade anruft. Ich will trotzdem erstmal hier ein bisschen nochmal reingucken. Da ist ein Zettel. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor dieser Meinung in diesen Angelegenheiten hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen auszureichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal so langsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die solche starke Verbrennungen erlitten haben, wie ihre Frau nicht üblich, was sie als abartiges Gesinne oder enfervierendes Kläffen beschreiben haben, wobei viele Ausdrücke verletzend fänden, könnten in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnen, scheinen einen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur.
Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nicht ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich ihrer Aufforderung an uns, ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen sie begreifen, dass diese Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist in der Lage, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärken und ihre Unterstützung fordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meinen Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, Dr. Mate Roberts Richards. Verbrennungen hat sie auch erlitten? Wir haben ja gesehen, das Bild mit den Hunden, wo die Hunde verbrannt sind. Und... Dieser Raum ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Oh Gott, eine Endlosschleife wie bei PT. Hallo, ich will rangehen. Ich bin ein bisschen... Das geht auf die Ohren. Ja, ich kann es leider nicht. Es tut mir leid. Sehr geehrter Herr, wenn Sie ehrlich sein sollen, habe ich gerade behaupten... Was kann ich gerade behaupten, dass Sie hier schreiben? Überrascht, das haben wir doch gerade gelesen, oder? Hä? Jetzt klingelt das Telefon normal? Geh mal zurück. Nee, warte mal. Ich geh erstmal da lang. Weil der Ton änderte sich jetzt aufs normale Telefon sehr, sehr merkwürdig. Ah, ich will die Person anrufen. Ich will die Person, was? Ich will die Person umbringen. Ja. Mal zurück, weil jetzt ist es wieder richtig. Warte mal. Okay, ist derselbe Brief. Yes, Spear. Wahrscheinlich verwählt, aber ruft immer noch an. Hello? Yes, speaker. What? What fire? Oh, God. Is she... Which hospital? I'm on my way. Stimmt, wir haben ja das mit dem Brand in diesem Krankenhaus gelesen. Sie war da wahrscheinlich auch drin. Okay, krass. Laufe ich jetzt richtig, oder... Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir richtig laufen. Ich habe so nicht so das Gefühl. Oder? Da ist eine Tür. Ich glaube, vielleicht sind wir doch richtig gelaufen. Ich probiere es mal. Restless Memories. Ach du heiliger Strohsack. Ruhelose Andenken.
Was war das?